Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Hallo zusammen, wie immer. Heute haben wir für euch die Beauty Love. Nein, nein, Quatsch. Ist doch Brigitte oder ist das Brigitte? Die Brigitte Box. Brigitte Box. Brigitte Box. Es sei denn, da ist wieder was anderes drin. Wieder? Hat schon mal was anderes drin? Ja. Da hatten wir auch die Blackbox Man drin gehabt. Also die mit der Klo-Lektüre. Wo ist die schwer? Klo-Lektüre. Also, die ist schwer. Als erstes haben wir Klo-Lektüre für 4,50 €, oder? Für 3,70 €. Eine Brigitte-Zeitschrift. Brigitte-Zeitschrift. Und die Box. Boah, die ist richtig schwer. Genau, Infos zur Box, wie immer in der Infobox. Dieser tolle Satz, ne? Und dann fangen wir directly an. Yay! Oh, zwimmig. So. Ich will das Papierkram. So ein Papierkram. Okay, dann fangen wir direkt. Das gehört, glaube ich, dabei. Oh ja. Fangen wir direkt hier mit an. Oder? Ja, würde ich sagen. Ja, sieht so aus. Ich gucke mal. Es sieht so aus. You are gold, baby. Nein, pink. Ja, ist das. Ein Notizheft. Ich bin eher pink heute. Praktisch ein A5-Format. Gibt es in so zwei verschiedenen Varianten. Einmal in der, die wir jetzt haben. Ach, guck mal, da habt ihr auch zwischendurch so ein paar Sprüche. Ja. Jeder kann etwas bewirken und jeder sollte es versuchen. So, gibt es einmal in der Farbe. Be proud. Und einmal in dem. You are. In dem schönen Blau. Sei deine eigene Heldin. Ich bin meine eigene Heldin, Schatz. Du bist nicht mehr mein Held. Jetzt bin ich meine eigene Heldin. Und ein Buch. So, willst du weitermachen? Unser kostbares Leben. Ach, eine Leseprobe. Ja. Ja, ich nehme mal das hier. Das da. Ein Deo. Deodorant, ein Roll-On. Von CL. Hm? CL. Hm? CL. Von CL. Von CL. Von CL. Hm? Ich mache direkt weiter. Heute geht's rasant hier. Rasant hier auf der Kirmes. Rasant auf der Kirmes. Autoscooter. Ich dachte jetzt eher an eine Achterbahn. Ach so. Nee, nicht Achterbahn, an die Jaguarbahn. Ja, das ist ein Produkt-Highlight. Wie viel sind das? 10 Milliliter? Ja, das ist immer teuer. Von Avant? 112 Euro. Wie viel? 112? 112 Euro. Ja, Avant ist immer teuer, ne? Und zwar, da haben wir eine Augencreme. Propanediol Mica Hyaluronic Maris Aqua Collagen. Age Radiance. Pro Radiance Brightening Eye Final Touch. Augencreme nehmen wir doch immer. Für die Augenpartie. Nehmen wir doch immer gerne. Für die empfindliche Augenpartie. Da. Von da. Da. Body Love. Repair Pflege. Serum Body Lotion. Das ist immer gut. So nach dem Duschen oder irgendwie so. Schon das nächste große. So, und zwar haben wir von Redken. Redken ist eine gute Marke. Redken? Ein Shampoo, Extreme Shampoo. Das ist für Damaged Hair. Für die Haare. Ja, das hat klar, gut Shampoo. An. Shampoo ist für die Haare. Das hieß es ja Duschgel. Ne? Das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Sonst hieß es ja Duschgel. Das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Guck mal. Das interessiert mich. Dann Bleistift. Nicht wirklich. Soft Eyeliner. Oh, ein Soft Eyeliner. In Braun. Von? Von La Vera. Naturkosmetik. Naturkosmetik. Ja, Braun. Ist die Farbe Braun. Das ist noch was. Kann man den überhaupt erkennen? So, weiß ich gar nicht. Das ist noch ein zweiter. Oh, noch ein zweiter. Ui. Wieder ein Soft Eyeliner. Das ist der gleiche. In der Flabe. Also einmal schwarz. Black 01 und Braun 02. Ist das so gewollt oder ist das versehen? Weiß ich nicht, ich gucke mal gerade in das Heftchen. Aber das irritiert mich jetzt. Das irritiert mich gerade auch ein bisschen. Ist das zwei? Zwei. Nein, zwei. Ja, zwei. Zwei sind ab. Zwei Stück, ja. Ein Black und ein Braun. Das war tatsächlich so. Das nächste von Alvea, da haben wir wieder Biokosmetik. Ein Tinted Lip Balm. Ja. Da gab es drei verschiedene von. Wir haben den lilanen. Wir haben den lilanen. Es gab mal einen braun und einen so, wie nennt man, Hautfarben. Guckt selber, ich zeige euch Nude. Nicht. Nude. Nude-Farben. Nude.
Nude-Farben. Okay. So. Oh, das ist schon Seife. Ist das? Süße Mandel. Oh. Oh, riech mal. Riecht gut. Oh ja. Von Amandus. Dusch. Amandus. Dusche. Süße Mandel. Dusche. 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 Eine Seife. Dusche. Die riecht direkt gut. Wo Seifen riechen eigentlich den Rennen. Ne? So, dann nehme ich das nächste Rotbäckchen. Oh, lecker. Morgenstark. Mild. Heißt das, wenn man das dann trinkt, dann ist man morgens stark. Multivitamin, Mehrfruchtsaft, Direktsaft. Ja. Ja. Mhm. Du bist dran. Ich glaube, das ist schon das letzte, ne? Ah ja. Ich guck mal. Schon das letzte. Ja, das ist das letzte. Oh, das sieht ja geil aus. Guck mal hier. Das ist so weiß. Das sieht richtig geil. Das sieht richtig cool aus. Ich glaube, es ist mit Öl, ne? Weil Öl schwimmt ja was immer. Was ist das denn überhaupt? Mal so ganz nebenbei. Naturerkost Tucuma. Schaueröl. Da steht's. Ach, Schaueröl, ja. Duschöl. Ja, geil. Ist gut für trockene Haut, ne? Musst du so schütteln. Shakey. Dann musst du aber lange schütteln, damit es auch gut für den Gesicht. Shake it, baby. Sieht, glaube ich, blöd aus, wenn du unter der Dusche so stehst, ne? Und das Ding schüttelst. Kannst ja so stehen, dann sieht's. Oh. So, machst du Musik an, so passend zur Musik. Ja, das war's schon. Das war's schon. Was hatten wir denn überhaupt für ein Thema heute? Gelungene Box, oder? Nee, das war nicht das Thema. Aber was ist denn das Thema? Nee, aber ich meine generell. Frauenpower mit der Brigitte-Box Nummer 1. Also Frauenpower. Frauenpower. Ich lese das jetzt nicht vor, weil ganz ehrlich, es interessiert doch eigentlich. Wen interessiert eigentlich, was da drin steht? Ja, ich gucke mal manchmal die. Mich interessiert immer nur, was Produkte in der Box drin ist. Die Produkte, also wenn wir irgendwie jetzt, wie bei dem einen war jetzt 3 Stück, da haben wir einen von. Nur sind mal interessant zu sehen, was die anderen so haben. Ne? Ja, aber ich meinte, nee, ich meinte jetzt gar hier so schlecht. Das da, dieser Text, was da immer zu dem Thema so steht. Also mich interessiert das ehrlich gesagt nie so wirklich. Kann ich das nicht sagen? Das Thema, ja, finde ich schon interessant, was das für ein Thema ist. Frauenpower. Hier passt das für Frauenpower. Frauenpower. Deo, Seife, klar. Das stinkt nicht gerne. Bodylotion für die Hautpflege. Tinted Lip Balm, klar. Lippenpflege. Augencreme, auch gut, ja. Ja, also wie gesagt. Im Gesamten fand ich sie eigentlich gut. Ja. Ne, muss ich sagen. Klolektüre. Im Gesamten gefällt sie mir. Wie gefällt sie euch? Ich habe genau die passende Farbe wie dein Pullover heute. Stimmt. Ha. Stimmt, passend. Ja. Wie gefiel sie euch? Das hätte ich mich mit der Brigitte abgesprochen. Aber ihr habt gesehen, wir haben es aufgerissen eben erst. Ne? Du wusstest es nicht. Nein, ich habe auch noch keine Unboxings gesehen dazu. Also, in diesem Sinne mal wieder wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Genau. Tschüss. Tschüss.